Das war's, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich dir mal, wie ich mir hier dieses schöne Regal baue. Das sollte eigentlich ein Bohrerschrank werden, deswegen sei nicht verwundert, wenn ich im Video ab und zu am Anfang von einem Bohrerschrank spreche. Ich erkläre dir im Video auch, warum ich keinen Bohrerschrank daraus gemacht habe. Auf jeden Fall werde ich dir zeigen, wie ich hier dieses schöne Regal einfach für Zeug gebaut habe, dass ihr hier mal eure ganzen Drechselutensilien oder was auch immer drin schön verstauen könnt. Viel Spaß beim Nachbauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich brauche natürlich Material für diesen schönen Bohrerschrank, den wir jetzt bauen werden. Und da will ich dir nur eine Gelegenheit geben, einen Ausschnitt von einem neuen Projekt zu zeigen. Denn hier trägt sich richtig besonderes Holz. Da will ich noch nicht so viele Worte drüber verlieren. Wenn dich das interessiert, Drechseln und grundsätzlich Holzbearbeitung, folgst du am besten diesem Kanal hier. Denn hier gibt es regelmäßig coole Videos. Komm, eine Sache zeige ich dir noch. Hier ist mein wunderschönes Kettensägewerk. Ein paar Abfallstücke. Und da hinten sind richtig massive Stämme, die ich hier zu einem Rohling jetzt zugeschnitten habe. Und das werde ich dann auch gleich noch verdrechseln, aber nicht in diesem Video hier. Für den Bohrerschrank werde ich Buche holen. Ist ein schönes Holz, ist relativ günstig. Ich glaube, eine Bohle, wie ihr sie hier seht, die ist richtig groß. Hat, glaube ich, 60 Euro gekostet, damit ihr hier mal so ein Preisempfinden habt. Die ist aber sehr schwer. Aus dem Grund werde ich sie in der Mitte teilen. Die Teile sind ein bisschen zu wuchtig für meine Tiefkreissäge. Deswegen werde ich die hier an der Bandsäge erstmal grob auf Breite schneiden. Und dafür muss ich jetzt erstmal die ganze Bandsäge ein Stück weiter rausholen, damit ich mehr Platz zum Arbeiten habe. Mit der Bandsäge hat das schon mal ziemlich gut funktioniert. Weil wir jetzt eine gerade Kante haben, können wir den Rest an der Tiefkreissäge schneiden. Als nächstes will ich die gerade zugehobelten Teile natürlich noch in der Mitte auftrennen, denn so ist das natürlich viel zu dick. Als erstes stelle ich mir jetzt hier mal die Breite ein, die ich schneiden möchte. Also habe ich mir vorher mit der Schieblehre in der Mitte einen Riss gesetzt und werde jetzt den Zahn mittig ausrichten. Dann habe ich mir ja noch vor kurzem hier diesen schönen Andruckschutz gebaut oder die Andruckhilfe, und das Teil kommt jetzt auch schon wieder in den Einsatz, denn die Teile sind relativ lang und so habe ich die Hände frei und kann ein bisschen sicherer arbeiten. Könnt ihr wirklich ganz, ganz gut sehen, dass so eine Andruckvorrichtung auf jeden Fall Sinn macht. Denn die Bretter sind jetzt schon wirklich schön gleichmäßig dick und man sieht hier keinen schrägen Schnitt. Das bedeutet, das ist alles schon sehr schön plan. Ich werde es trotzdem jetzt noch einmal hobeln, damit alles schön gleichmäßig ist. Wobei, nee, werde ich nicht. Das Material ist jetzt schon relativ stark an der Grenze von den Plänen. Es wird jetzt auch einen Millimeter kleiner, spielt aber keine Rolle. Das kann ich jetzt dann einfach schnell anpassen. Die Pläne sind trotzdem für das geschriebene Maß gedacht. Aber weil mein Material jetzt einmal doch ein bisschen dünner ist, weil ich ein bisschen öfters hobeln musste, werde ich diesen 1 mm anpassen. Das ist kein Problem. Ich muss ja diese Bretter eh noch zusammenleimen und werde sie dann sowieso nochmal hobeln. Und aus dem Grund werde ich sie jetzt erst zusammenleimen und dann hobeln, damit ich ein bisschen weniger Material verliere. Damit ich die Teile vernünftig miteinander verleimen kann, werde ich als Unterlage die Bohrkopfdinge benutzen. Die werde ich euch auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Die dienen gleichzeitig als Unterlage und mit denen kann ich Druck aufbauen und außerdem halten die das alles so ein bisschen zusammen, dass die Bretter nicht auseinander sich drehen. Das ist der Vorteil hier an diesen runden Auflagen. Die Maserung steht quasi bei diesen Teilen, das bedeutet, die Baumscheibe war genau mittig aus dem Baum rausgetrennt. Das ist eigentlich ziemlich gut, denn so wird sich das Brett nicht so arg werfen. Das bedeutet, wenn die Maserung sehr schräg ist, dann hat das Holz mehr Potenzial, einfach zu verlaufen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe gerade hier diese Teile, die ich gestern verleimt habe, noch einmal auf die gleichmäßige Dicke gehobelt. Und jetzt werde ich hier nochmal die Seiten schneiden, damit die einfach wieder
sauber sind und keine Druckstellen besitzen. Und dann kann ich die auch schon mal auf die fertige Länge zuschneiden. Als nächstes mache ich mal die Tischfräse fertig, beziehungsweise den Frästisch, denn wir müssen einen Falz fräsen, wo dann später erstmal Platz sein wird für die Seitenwände, denn wir werden das mit einer Falzverbindung quasi verbinden. Und außerdem müssen wir dann noch für die Heckplatte auch einen Falz fräsen, damit das Multiplex später dann auch Platz hat, um reingemacht zu werden. Ich nehme jetzt einfach hier meinen Metallwinkel. Und anhand davon kann ich die Höhe von meinem Fräser einstellen. Das Ding hier ist nämlich 4 mm hoch und so tief muss der Falz werden. Als nächstes müssen wir noch die Breite einstellen. How big is this one? Der Amigo ist zu klein. Darf ich größer, Amigo? Ich habe die Idee. Ich mache einfach zwei Gänge. Alter, ich bin so schlau. Ich bin so ein Brain. Für die ich werde ja gleich den Korpus verleimen und ich habe schon ein paar Mal den Trick gesehen, dass wenn man hier sowas verleimt, man einfach innen drin ein bisschen Klebeband aufgeben kann. Dann hat man halt keine Läufer hier über dem Holz und das Verleimen ist einfach ein bisschen entspannter. Das werde ich dieses Mal ausprobieren und werde euch dann sagen, wie ich es finde. Ach. Ich habe gerade hinter der Kamera noch hier dieses Multiplex-Brett zugeschnitten. Jetzt werde ich mal schauen, ob das hier reinpasst. Und damit werde ich mich auch den Korpus rechtwinklig drücken, wenn es denn reinpasst. Das hat sehr gut funktioniert, erstaunlicherweise. Und hier dieses Multiplex-Brett drückt uns nämlich jetzt den kompletten Korpus schön rechtwinklig. Und das werde ich jetzt noch mit Holzleim reinbringen. Also noch mal raus. Das Gerät kann jetzt hier rein. Das ist ein gutes Gefühl, wenn es genau reinpasst. Als nächstes hole ich mir ein paar Rohrschraubzwingen. Und mit denen will ich den Korpus noch ein bisschen weiter zusammendrücken. Ihr habt ja gesehen, dass ich vorher hier ein paar normale Schraubzwingen drauf hatte. Aber der Vorteil hier ist bei den Rohrschraubzwingen ist einfach, dass die kleiner sind hier in diesem höheren Abstand. Und wenn ich das Ganze rumdrehe, kann ich es auch direkt hier auf die Füße aufstellen. Deswegen kommt mir das hier eigentlich gerade ganz gelegen. Die Rohrschraubzwingen verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Test? Gut, was soll ich sagen? Aus dem Bohrerschrank wird leider doch nichts. Die Leute, die die Neuigkeiten gesehen haben, wissen schon warum, aber die erzähle ich jetzt nochmal, warum aus dem Bohrerschrank nichts wird. Der Bohrerschrank sollte ja eigentlich hier in diese Wand kommen, um genau zu sein, hier genau hin. Da hätte man hier das ganze Zeug an der Wand weghängen können, das ist überhaupt kein Problem. Aber schlussendlich hat er es auf dem Zeichenbrett quasi größer ausgesehen, wie er jetzt hier in echt auch ist. Und aus dem Grund fällt schon mal die Option weg, dass ich eine Doppeltüre dran baue. Ich hätte eine einzelne Türe dran gemacht, dann wäre das schon mal cool gewesen, aber dann hätte ich zwangsläufig hier die Bandsäge wegräumen müssen. Da habe ich ehrlich gesagt, so als ich das Projekt geplant habe, nicht dran gedacht. Aber ich habe keinen Platz für die Bandsäge, dass ich die woanders hinstellen könnte. Und aus dem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass aus diesem Bohrerschrank nichts wird. Stattdessen werde ich was anderes aus diesem Schrank machen. Stattdessen wird dieser Bohrerschrank, der kein Bohrerschrank mehr sein wird, hier in diese Wand kommen, dort wird dann einfach ein bisschen Drechselzubehör reinkommen und wir werden vorne eine schöne Glasblende oder Plexiglasblende einbauen, damit das trotzdem noch hübsch aussieht. Ich weiß, das ist ein bisschen schade, ich hätte das Teil wirklich sehr, sehr gerne als Bohrerschrank benutzt, aber da muss ich mir für diesen Ecken da hinten was anderes überlegen. Daraus machen wir jetzt einfach einen schönen Verstaukasten für ein bisschen Zubehör, was schön aussieht mit einer schönen Blende, damit keine Drechselspäne reinfallen. Thank you.
Und jetzt haben wir ein paar wunderschöne Eichenholz-Rahmenbretter. Wir machen aus diesen Eichenholzbrettern eine ganz, ganz einfache Ecküberplattung. Da müssen wir jetzt einfach mal die Maße messen. Ganz wichtig, nicht oben direkt an der Stirnseite messen. Denn wir haben ja den Falz, als wir den gefräst haben, ein bisschen weiter reingemacht, damit wir das hier später bündig machen können. Das bedeutet, wir haben jetzt in dem Fall 39,8. Da haben wir hier die Länge, müssen wir noch die Länge gleich messen und das einfach auf Länge zuschneiden. Ich musste gerade extra eine Aufnahme mit einem Abfallstück machen, damit ihr gesehen habt, wie ich die Ecküberplatten zugeschnitten habe. Denn ich habe vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Wenn ihr nicht schräg gegen euer Sägeblatt drücken möchtet, dann macht es einfach in mehreren Gängen. Ich mache das so ganz gerne, auch wenn das nicht von jedem empfohlen wird. Aber schlussendlich haben wir jetzt eine schöne Ecküberplattung. Weil das Ganze ja hier eine Stirn- auf Längsholzverbindung ist, wird das nicht so wirklich halten über die Jahre hinweg. Und aus dem Grund bohre ich jetzt Löcher, um dann Holzdübel reinzutreiben. Ihr seht, der erste Boden ist schon drin und jetzt können wir auch schon den nächsten reinmachen. Und dafür habe ich mir hier so ein Distanzhölzer hergestellt. Die sind immer ganz praktisch, dann hat man immer ein schönes paralleles Fach. Und da kommen dann hier unsere Zwischenböden rein. Kommt man relativ genau hier rein. Und dieses Mal werde ich sie nach hinten ein bisschen festspannen, das habe ich eben nicht gemacht. Das ist dann ein bisschen ärgerlich, dann verrutscht alles. Dann bohre ich von der Seite einfach wieder das passende Loch durch und werde dann gleich Holzdübel einschlagen. Das ist einfach eine Methode, die ich sehr, sehr gern benutze. Es geht einfach und ich finde es super schön. Jetzt ist es nur sehr, sehr wichtig, dass man die beiden Böden zusammenspannt, wenn die Holzdübel dann aushärten, dann haben sie nicht voll in der Holz. Das ist immer dumm. Dann sind die Böden an den Seiten auch schön stramm dran. Das Ganze kommt jetzt über Nacht aushärten, austrocknen, wie man es nennen möchte. Und die Dübel werde ich jetzt mit Hilfe der Oberfräse wegfräsen. Da gibt es eine tolle Möglichkeit, da hat mir der Lars, also Nobelhubel, auch schon einen richtig guten Tipp gezeigt, dass man das noch besser machen kann. Ich werde es ohne diese Hilfe machen, weil ich mir die noch nicht gebaut habe, aber für diese zwei Holztüren wird es auch ohne Hilfevorrichtung funktionieren. Ich habe mir einfach von der Oberfräse den Fräser quasi bündig mit der Platte hier unten gemacht, damit ich jetzt den Holztübel einfach wegfräsen kann. Einfach die Fräse holen, daneben setzen und den Rest kann man mit 60er oder 80er Schleifpapier ganz schnell wegschleifen. Macarena, Macarena, Macarena. Macarena, Macarena. Was machen wir jetzt? Also das Ding habe ich mal grob geschliffen. Ich habe gemerkt, es ist eigentlich immer ganz cool, wenn man so ein Projekt schon relativ frühzeitig ganz grob schleift, also in dem Fall mit 60er Korn. Dann hat man erstmal die ganzen Holzdübe und Plan geschliffen. Man sieht mal, wo man dran ist, so wirklich. Grundsätzlich, damit ihr wisst, wie ich so ganz gerne arbeite, ich arbeite immer ganz gern so, dass das grundsätzlich, dass das schon mal gut funktioniert. Und das wäre in dem Fall jetzt hier den Falz reinschneiden, damit das Scharnier, das Band, dass das Platz hat. Denn wir haben ja hier vorne unsere schöne Klappe und darum kümmern wir uns nämlich jetzt. Jetzt kümmern wir uns als erstes für mich persönlich um das Schwierigere und das ist hier dieses Klavierband. So heißt es, Klavierband einzusetzen.
Ihr seht, ein Teil von diesem Klavierband ist jetzt auch schon angeschraubt, aber auch wirklich nur mit zwei Schrauben. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe als erstes mal hier das Klavierband hier reingelegt und geschaut, wo ich hier hinten dann den Versatz habe, wie viel das noch rausschaut. Das war relativ bündig und aus dem Grund wusste ich, okay, ich brauche diesen Abstand hier, wenn ich das auf dieser Seite festschraube. Das habe ich gemacht und es passt wirklich sehr, sehr gut. Ein kleiner Tipp, hier ist es in dem Fall sehr, sehr gut, weil wir hier Anschläge quasi haben und so kann es halt eben nicht weiterrutschen. Ich werde so jetzt mal festschrauben und dann überprüfen, ob das Ganze so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wahrscheinlich nicht. Und dann mache ich es nochmal dreimal auseinander, dann geht's. Ach krass, es passt sogar. Jetzt kann ich hier auch schon das Plexiglas einlassen. Das passt hier schön genau rein. Braucht man eigentlich schon fast keine Schrauben mehr. Den Rahmen habe ich jetzt auch schon hinter der Kamera geschliffen und behandelt. Und jetzt können wir einfach mit ein paar kleinen Schrauben das Plexiglas festschrauben. Die sind, glaube ich, viel zu lang, oder? Ob sie passen, siehst du, wenn das Licht dann geht. Ich habe jetzt alles geschliffen und bei solchen Werkstattprojekten, gerade weil es auch hier Massivholz ist, gebe ich mal da nicht mal so einen Riss mit dem Schleifen. Ich habe das jetzt vorher mit 60er Korn geschliffen und danach einfach mit 180er, denn wenn man es ölt, habe ich so festgestellt, muss man es besser schleifen bzw. nochmal nachschleifen, weil sich durch das Öl, gerade Leinölfirnis, die Holzporen hochstellen. Aber ich benutze hier mein eigenes Finish, das ist so eine Wachsmischung. Und da habt ihr einfach den Vorteil, dass das halt eben nicht passiert und ihr danach halt nicht bis Körner 400 schleifen müsst. Das ist ziemlich praktisch und es ist halt einfach einfacher zu benutzen. Vor allen Dingen kann man sich mit diesem Finish so ein paar Patzer stellen. Ich habe hier so eine leichte Fuge, die kann man damit so ein bisschen vertuschen. Das ist ziemlich geil, denn das Wachs füllt so ein bisschen diese Fuge aus und ist dann nicht mehr so ersichtlich. Ich denke, auf der Kamera kann man es relativ gut erkennen. Das ist halt eben auch ein Vorteil von diesem Finish. Das Finish verlinke ich euch übrigens unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt machen wir mal das Teil fertig. Ich texte mir jetzt noch schnell einen kleinen Knauf für meinen Schrank. Wie gesagt, ich benutze ganz gerne mal die Drechselbank, weil ich runde Knäufe ganz schön finde. Und deswegen mache ich das hier. Ich habe die ganze Zeit jetzt noch ein bisschen überlegt, wie ich den Schließmechanismus mache, dass das Teil auch nicht die ganze Zeit aufgeht. Es gibt solche Magnetplättchen, die man hier reinschraubt, aber das hier ist noch ein gutes Stück simpler. Das ist ein Klotz mit einer Schraube, die man einstellen kann. Und diese Schraube kann man dann ganz fein einstellen, sodass man das schön einfach auf und zu bekommt. Ich habe mir jetzt einen French Kit-Leister als mal an die Wand geschraubt. Und das ist quasi das Aufhängesystem. Und hier kommt das Ganze hin.
Und ihr seht, das Regal ist fertig. Man kann es auch super einfach schließen durch diesen einfachen Mechanismus. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das jetzt endlich mal fertig gemacht habe. Es ist zwar jetzt doch kein Bohrerschrank geworden, aber ich denke, dafür ist es ein richtig schönes Regal geworden für meine Drechsel-Sachen. Und was ich endlich mal gemacht habe, ich habe mir endlich mal noch hinter der Kamera hier solche kleinen Unterteiler gebaut, damit ich das Schleifpapier einfach reinmachen kann. Das war nämlich jedes Mal eine riesen Unordnung. Und hier unten habe ich dann noch dickeres Schleifpapier. Falls euch hier übrigens ein paar Dinge interessieren, die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und was hier noch ganz cool ist, ist hier der Halter für diese Schleifpads. Das sind die Pads, die man hier einfach auf den Schleifgriff drauf machen kann. Und was hier noch ganz witzig ist, ist, dass man es hier mit dem Schlüssel gleichzeitig tragen kann, dort wo man das Ding auch dann verstauen kann. Mega cool! Und dafür waren hier diese Restholzklötze richtig gut. Ich bin happy, dass das Ganze jetzt fertig ist. Das war jetzt mal wieder ein Schritt Richtung Ordnung. Ihr seht zum Glück nicht, wie es jetzt auf der Drechselbank aussieht, aber dafür müsste ich eigentlich auch noch ein bisschen Zeug bauen, damit man es verstauen kann. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie dir dieses Regal hier gefällt und ob du das nachbauen möchtest. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.